Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns, Tropica Pictures. Heute gibt es mal wieder ein DaVinci Resolve Tutorial und in diesem Tutorial erklären wir euch, wie ihr eure Clips miteinander verbinden könnt oder auch einfach die Tonspur weglöschen könnt, ohne dabei den direkten Clip zu löschen. Also, dann geht's jetzt auch schon gleich los. Zuvor noch mal ein kurzer Satz: Falls ihr neu auf unserem Kanal seid, abonniert ihn doch bitte, aktiviert die Glocke. Dann bleibt auf dem neuesten Stand, denn in nächster Zeit kommen noch ein paar coole DaVinci Resolve Tutorials. Zusätzlich machen wir aber nicht nur DaVinci Resolve Tutorials, wir machen auch Kurzfilme, Unboxings und ähnliches, Reviews zu Produkten, die wir haben. Also würde uns echt freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Und dann geht's jetzt auch schon los mit dem Video. Okay, ich habe mir jetzt mal so einen kurzen Clip von unserem neuen Video in die Timeline gezogen. Und jetzt haben wir hier das Problem, den Ton, den brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Und wenn ich den jetzt hier auswähle, dann wählt es aber beides mit aus. Und wenn ich das jetzt auch versuche zu löschen, löscht es beides. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb gibt es den ganz einfachen Trick, dass diese beiden Elemente hier gelinkt sind sozusagen. Müssen wir einfach Link-Clips abwählen. Schon sind sie nicht mehr miteinander verbunden. Und ich kann die Tonspur auch einfach hier wegschieben, wie ich will. Und jetzt auch ganz einfach löschen. Wenn ich das wieder rückgängig machen will, weil ich zum Beispiel den Ton brauche und ihn auch wichtig finde, dann kann ich einfach beide Elemente wieder auswählen und Link-Clips anwählen. Und jetzt verschiebt sich beides, wenn ich, egal ob ich beim Video oder beim Ton es verschiebe. Und das ist bei Frequenzen, wo man den Ton, bei der auch genau passen soll, sehr wichtig, weil sonst kann es da ab und zu Problemen kommen und das will man natürlich nicht. Also, ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Falls ihr noch Wünsche, Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es uns in die Kommentare. Dann rüber freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten kann ich nur sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt ist es vollbracht.